Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ihr seht, es ist wieder Adventskalender-Unboxing-Time. Und zwar diesmal mit einem Food-Adventskalender. Ich habe ja jetzt schon die Drogerie-Adventskalender, DM, Rossmann ausgepackt. Ich habe schon den Essens-Adventskalender ausgepackt. Und jetzt dachte ich mir, machen wir erstmal weiter mit einem Food-Adventskalender, bevor es mit den nächsten Adventskalendern weitergeht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir erstmal den DM-Bio-Adventskalender machen. Ich habe auch den Rossmann Ena Bio Adventskalender zu Hause, aber da habe ich mir überlegt, dass ich den vielleicht mit meiner Tante zusammen auspacke. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet, ob ich meine Tante mal dazu holen soll. Dann packen wir den anderen Food Adventskalender zusammen aus. Aber jetzt ist erstmal der hier dran. Der Adventskalender von DM Bio hat jetzt hier 22,95 Euro gekostet. So sieht er aus. Der ist in so einem Korpus sozusagen drin und hier sind dann die einzelnen Mensch, wie heißt das? Diese kleinen Kartönchen drin sozusagen. Und ich habe auch gleich gesehen, dass hier steht mit Überraschungswendemotiv. Das heißt, immer wenn man eins rausnimmt, soll man es wahrscheinlich andersrum wieder reinmachen und dann kommt ein schönes Motiv raus. Wie gesagt, das ist ein Food-Adventskalender. Ich werde definitiv nicht alles probieren, weil ich auch ein bisschen mäkelig bin. Aber es werden bestimmt 1, 2, 3 Sachen dabei sein, die ich auch mit euch zusammen probieren werde. Erstmal mache ich das jetzt auf, ohne vorher zu gucken, was drin ist, weil da hinten ein kleiner Spoiler dran ist. So, also hier ist er. Ich werde erstmal den vor mich legen und später gucken wir uns nochmal an, wie der aussieht, wenn es umgedreht ist. Aber erstmal muss ich den hier hinstellen. Also, das, was jetzt auch schwierig ist, weil ich gleich merke, manchmal ist es in Zahlen geschrieben, manchmal ist es in Buchstaben ausgeschrieben. Also, das wird spaßig, das alles zu suchen. Und man muss aufpassen, weil halt alles immer runterrutscht dann. Also, man muss es gleich wieder reinstecken. So, und im Kästchen Nummer 1 haben wir Fruchtsterne Müsli, okay. Das sind einfach so eine Müsli-Sternchen, die man sich so mit ins Müsli packen kann oder einfach so snacken kann. Jetzt hier mit 25 Gramm. Sowas liebe ich ja, wenn man einfach so kleine Tütchen hat, die man einfach so snacken kann. Und dann zeige ich euch einmal, wie das jetzt ablaufen wird. Erstmal steht hier auf der Seite auch, jetzt geht's los. Öffnen, genießen, Schachtel mit der Rückseite nach vorne zurücksetzen. Nach und nach entsteht so das Überraschungswendemotiv. Da steht hier auch nochmal drauf. Und ich würde sagen, dass halt das hier das Motiv ist. Und das stecke ich dann so wieder rein. In Kästchen Nummer 2 befindet sich eine Schokolade. Und hier steht auch drauf Team Schoko. Ja, hier ist ein Schokoriegel drin mit gepufftem Reis. Bio-Zartbitter-Schokolade mit gepufftem Reis und Reiscrisps. Ja, die Zutaten sind auch einfach nur Zartbitter-Schokolade und alles. Das ist ja richtig cool. Den werde ich gleich mal mit euch probieren, weil ich ja eigentlich zurzeit nur Zartbitter-Schokolade esse. Und Crisps sind ja sowieso sehr toll, die mag ich gerne. Dann gucken wir uns mal an, wie der aussieht. So sieht der aus. Es gibt auch, also von hinten sieht der so aus mit den Crisps und von vorne sieht der aus wie ein Schokoriegel. Und es gibt auch eine Süßigkeit, die auch schon so, so eine Crisp und Schokolade hat. Mhm. Und das schmeckt auch genauso. Das ist sehr, sehr lecker. Und zurzeit darf ich eigentlich nicht so wirklich viel Milch. Da ist keine Milch drin. Weizen darf ich auch nicht. Ist auch kein Weizen drin. Ist nur Reismehl drin. Es schmeckt lecker. Es ist nicht zu süß. Es ist Bitterschokolade. Also für mich der perfekte Snack. In Kästchen Nummer 3 befinden sich Marzipan-Schneebälle mit Zartbitterschokolade. Das ist definitiv eine Sache, die ich nicht probieren werde, da ich Marzipan nicht mag. Aber da findet sich schon jemand. Und das sind 30 Gramm, also auch eine kleine süße Tüte, die man gut aufsnacken kann, sage ich mal so. Und ich muss auch sagen, man hat wirklich viel zu gucken bei diesem Adventskalender. Auf allen Seiten ist was drauf, auf allen Seiten sind Motive, was Schönes drauf. Also das macht wirklich Spaß, den auszupacken. So, und Kästchen Nummer 4 ist genau drüber. Die Sache ist halt, man muss wirklich aufpassen, man muss es sofort wieder reinstecken, weil alles immer sofort runterkommt.
Und hier sind Apfelstücken drin, getrocknet. Das ist ja wirklich cool. Ich bin ja gerade ein Fan von so getrockneten Fruchtchips. Und das sind wirklich nur Apfelstücken getrocknet. Die werde ich auch gleich mal aufmachen, weil die snacke ich sowieso in der nächsten Zeit weg. Das sind auch 15 Gramm. Und die Sache ist, sonst hatte ich immer nur Apfelringe oder so gefunden, außer die von Rossmann, die weich sind. Aber wenn, dann müssen die bei mir so chipsmäßig sein und nicht weich, weil das mag ich nicht so. Das sind wirklich Miniatur-Apfelstücken. Also die sind ganz, ganz klein. Und dann probiere ich die mal. Also ganz klein. Habe ich einen verloren. Also, es schmeckt definitiv komplett nach Apfel. Aber das sind auch weiche. Das sind keine knusprigen. Aber die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Und es ist einfach auch schön, so dieses Motiv. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn ich den jetzt so ausgepackt hätte während der Weihnachtszeit. So, in Kästchen Nummer 5. Ah, okay, hier hinten steht erstmal drauf, lieber Nikolaus, ich freue mich schon so sehr auf dich, weil das ist ja ein Tag vor Nikolaus. Und hier ist eine Haselnuss-Schokoschnitte drin. Okay. Also, sage ich mal, so ein bisschen Hanuta-mäßig. Ich denke mal, dass ich das nicht probieren kann wegen den Weizen dort drin, aber ich werde es trotzdem einmal lesen. Und nein, es ist Dinkelmehl drin. Das ist ja cool. Das ist das erste Produkt, so was das angeht, wo Dinkelmehl drin ist. Ich werde es jetzt trotzdem nicht aufmachen, weil wenn ich das aufmache, werde ich es auch aufessen und ich möchte das jetzt nicht aufessen. Aber ich werde das definitiv mit euch ausprobieren, vielleicht auf Instagram oder so, weil ich es so cool finde. Ihr müsst halt verstehen, dass ich eigentlich kein Weizen darf und immer nach Dinkel Ausschau halte, weil ich halt Dinkel vertrage. Und es ist manchmal sehr schwer, weil Dinkel noch nicht so halt wie Weizen ist, ist ja klar. Das gibt es noch nicht so oft, aber immer mittlerweile schon immer mehr, finde ich, Dinkelprodukte. Und deswegen ist das so cool, dass sowas drin ist, weil ich mag so ein Hanuta oder Knoppers mal gerne. Und wenn es es mit Dinkel gibt und wenn es es vielleicht bei DM dann noch nachzukaufen gibt, das wäre ja richtig cool. Also das probiere ich auf jeden Fall auch. Nikolaus! Und jetzt bin ich sehr gespannt, was im Türchen des Nikolaus ist. Okay, ein Schokololli, aber in Zartbitter. Das heißt auch für mich, hier ist Zartbitter gut vertreten und das ist so ein typischer Weihnachtsschokololli. Auf Kästchen Nummer 7 steht drauf, oh du süße Weihnachtszeit, wie es duftet weit und breit. Okay. Unser Tipp, die Schachteln eignen sich auch prima zum Verpacken von kleinen Geschenken. Salty Caramel Müsli, okay. Dieses salzige Karamell mag ich nicht so. Aber das mit dem Müsli finde ich so cool. Ich bin so ein Fan davon, von diesen kleinen Tütchen. Das sind jetzt hier 50 Gramm. Das ist perfekt für so eine Mahlzeit. Aber da findet sich auch wieder jemand. Mein Papa wird es bestimmt gerne essen. Meine Oma kann es jetzt nicht essen, weil hier Nüsse drin sind. Aber mein Papa wird es definitiv aufessen. So, auf Kästchen Nummer 8 steht drauf, nimm dir Zeit für dich. Und hier sind so, hier ist so eine Tasse mit heißer Schokolade drauf und so. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das ist. Okay, das ist Tee. Und zwar Winterapfeltee. Der sieht ja auch wirklich ansprechend aus. Also bis jetzt bin ich so begeistert von diesem Kalender. Man riecht nicht so wirklich was, aber Winterapfel hört sich richtig gut an. Ich kann mir vorstellen, dass ich den mit meiner Oma zusammen ausprobieren werde. Oder mit meiner Mama. Also den probiere ich definitiv aus. Ich bin ja gerade wieder ein bisschen so auf meinem Teetrip. Auf Kästchen Nummer 9 steht drauf, süßes Schnittchen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da so eine Fruchtschnittchen drin sind. Das ist so ein grünes Kästchen. Und ja, es ist ein Fruchtschnitte drin. 7 Früchte, Fruchtschnitte. Die sind immer nicht so mein Fall. Wobei, eigentlich ist die Größe sehr gut, weil wenn ich diese Fruchtschnitten mal esse, einmal im Jahr, weil ich dann denke, oh, die könnte ich ja mal essen und vergessen habe, dass ich die nicht so mag, denke ich immer, okay, aber ein ganzer ist mir zu viel. Ein halber würde mir reichen. Und es ist genau die Größe von einem halben. Also das ist perfekt. Den werde ich bestimmt auch wegsnacken. Die Nummer 10 ist genau drunter. Und hier haben wir einen Haselnuss-Mandelmix drin, ne? Perfekt für meinen Papa. Kästchen Nummer 11 ist riesig. So sieht Kästchen. Ich dachte ja erstmal, das ist die 24. Und hier steht drauf, kleine Weihnachtsleckereien.
Wir träumen von weißen Weihnachten. Oh ja, die wünsche ich mir auch. Und hier ist drin ein Haferporridge mit Schokolade. Das ist cool, denn ich wollte die ganze Zeit schon mal Porridge ausprobieren. Natürlich ist es besser, wenn man das selber macht, aber einfach mal zum Ausprobieren, das ist richtig cool, sind jetzt hier 50 Gramm mit Schokolade, Haferporridge. Wirklich einfach perfekt. Auf Kärtchen Nummer 12 steht drauf, Knusper, Knusper, Knäuschen. Und hier ist ein Vollmilch-Schokoriegel mit Knäckebrot und Zimt drin. Das ist ja wirklich sehr aufregend. Das habe ich ja noch nie gehört. So sieht der aus. Ich finde Schokoriegel von außen sehen immer schon so lecker aus. Voll mit Schokolade, werde ich jetzt auch nicht probieren. Aber das ist so interessant mit Knäckebrot und Zimt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es gar nicht so schlecht schmeckt. Also Schokolade und Zimt schon mal ist akzeptiert. Und ich meine, wenn man Nutella-Brot oder so isst, isst man es ja auch mit Brot zusammen und Knäckebrot. Also ich kann mir vorstellen, dass es keine schlechte Kombination ist eigentlich. So, es war jetzt Halbzeit oder es ist jetzt Halbzeit. Jetzt machen wir weiter mit der Nummer 13. So, was haben wir hier Schönes drin? Boah, sehr zerquetscht. Und zwar, oh, da sind gebrannte Mandeln drin. Ja, es ist eine 30 Gramm Packung gebrannte Mandeln. Es ist jetzt rausgekommen, dass ich Mandeln eigentlich gar nicht mehr darf. Aber ich liebe gebrannte Mandeln. Und ja, das ist wirklich sehr cool. Eine Packung, die auch sehr schnell weggegessen ist. Ich glaube, da bleibt nichts übrig. Aber die überlasse ich einfach meiner Mama, weil ich super nett bin und ein liebes Kind. Kästchen Nummer 14 ist wieder relativ groß und hier steht drauf, Weihnachtsvorfreude ist die schönste Freude. Und das kann ich bestätigen, ich liebe Weihnachten. Und hier ist ein Frühstückstopping mit dunkler Schokolade drauf. Drin, drauf, also ein Topping für drauf, aber das war drin. Das ist auch sehr, sehr cool. Hat jetzt hier 50 Gramm und hier ist halt dunkle Schokolade drin und Sonnenblumenkerne und alles, was man sich so über eine Smoothie Bowl oder über einen Joghurt drüber machen kann. Kästchen Nummer 15 ist wieder relativ klein und hier steht drauf, schon Plätzchen gebacken. Und hier ist bestimmt ein Plätzchen drin. Ja, ein Butterkeks mit Zartbitterschokolade. Das ist so ein, ich zeig euch den mal. Das ist so ein Keks, der in der Mitte so Zartbitterschokolade hat sozusagen. Der fühlt sich auf jeden Fall lecker an. Nummer 16 sieht sehr schön aus. Das ist ein Knusperhäuschen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Man knabbert an meinem Häuschen. Und hier ist drin ein Oblaten-Lebkuchen glasiert. Lebkuchen sind jetzt auch nicht so mein Ding, aber irgendwie gehören sie auch dazu. Aber das wäre auch eine Sache für meine Oma, die mag Lebkuchen sehr, sehr gerne. Und der Lebkuchen war auch noch richtig weich, also man merkt richtig, dass es frisch ist. So, Kästchen Nummer 17 hat ein Beerenmix mit dreierlei Schokolade drin. Okay, ich würde sagen, das sind so schokolierte Früchte. Sowas gibt es ja auch von Rossmann. Das sind dann luftgetrocknete Himbeeren in Bitterschokolade. Und ich glaube, sowas ist das auch. Das ist mit Himbeeren in Zartbitterschokolade, Heidelbeeren in weißer Schokolade und Erdbeeren in Vollmilchschokolade. Das ist wirklich ein cooler Mix für jeden, was dabei. 15 Gramm. Die 18 ist genau drüber und hier steht drauf, schon die Geschenke eingepackt. Ich hoffe, dass ich am 18. die Geschenke schon eingepackt habe. Und hier ist ein würziger Knabbermix drin mit Sojabohnen, Mandeln und getrockneten Tomatenflocken. Das ist das erste, wo ich ein bisschen skeptisch gucke, würde ich sagen. Hat 25 Gramm. Ich habe mir überlegt, wir machen das mal kurz auf, den würzigen Knabbermix, ob man das einfach dann so wegsnacken soll. Das ist mein Lieblingswort in diesem Video, wegsnacken. Habe ich irgendwie gerade erfunden. So, ich mache jetzt mal ein bisschen aufs Taschentuch, dass wir gucken können. Eigentlich riecht es nicht schlecht, muss ich sagen. So sieht's aus. Ich stehe einmal auf und zeige euch das. So sieht's aus. Also man sieht die getrockneten Tomaten, die Sojabohnen. Eigentlich sieht es gar nicht schlecht aus. Für jemanden, der dann nicht so mäkelig ist wie ich, ist es bestimmt was. Und es riecht auch wirklich sehr, sehr angenehm. Also es riecht nicht irgendwie unangenehm oder blöd. Also das ist mal auch eine Sache, wo man mal gut was Neues austesten kann. Kästchen Nummer 19, hier steht drauf, dann ist es soweit, okay? Achso, noch 5 Tage, dann ist es soweit. Und hier ist ein Granola mit Kakao und Sauerkirschen drin, also auch einfach sozusagen ein Müsli. Ist auch kein Weizen drin, halt Milch, okay? Aber das ist wirklich cool, man hat wirklich dann so leckere Snacks in der Winterweihnachtszeit. 40 Gramm hat es jetzt hier.
Kästchen Nummer 20. Hier steht drauf, schon den Weihnachtsbaum geschmückt. Den haben wir bis dahin schon längst geschmückt. Und hier ist eine Vollmilchschokolade mit Mandel, Honig und Meersalz drin. Ne? Aber ich finde das so, also ist jetzt eigentlich auch nicht so mein Fall, aber ich finde es so cool, so eine mini süße Tafel Schokolade. Dann kann man sich so sagen, oh, ich esse mal eine ganze Tafel Schokolade, bei einem sind es nur 30 Gramm und sie ist schnell weggegessen. Aber sowas finde ich wirklich niedlich. Kästchen Nummer 21. Hier läuft was aus oder gehört es dazu? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hier steht drauf, schon gewusst, die Tonkabohne ist mit ihrer etwas schrumpeligen Oberfläche vielleicht keine Schönheit, doch sie überzeugt mit ihren inneren Werten. Vielfältige, süße Aromen, die an Vanille und Waldmeister, manche sogar an Bittermandel und Heublumen erinnern. Einfach paradiesisch. Und hier ist eine Mandel-Tonka-Creme drin, okay. So sieht's aus. Eine Mandel-Tonka-Bohnen-Creme, ist auch mal was anderes. Wir sind schon bei der 22 angekommen und hier steht drauf, mach's dir gemütlich, nur noch zweimal schlafen. Und hier sind Schoko-Knuspis drin mit Vollmilchschokolade. Okay, es ist halt nicht Vollmilchschokolade, aber das sind so eine Dinger, die sozusagen so Cornflakes in Schokolade, das mag ich sehr, sehr gerne. Die muss ich auch mal wieder selber machen, weil die kann man auch gut selber machen. Das ist cool und das hat hier 30 Gramm. Die 23, hier steht drauf, leckeres Früchtchen. Okay, und hier sind vegane Gummibärchen drin. Das finde ich auch super. Und sind noch ganz, ganz weich. Ich probiere die gleich mal, denn letztes Mal hatte ich von Rossmann Bio-Gummibärchen geholt. Und die waren nicht lecker. Also die waren schon fast eklig eigentlich. Für mich waren sie natürlich eklig. Es gibt bestimmt viele, die die lecker fanden, aber ich fand die nicht so lecker. Riechen tun sich schon mal ganz angenehm. So sieht's aus. Es hat die gleiche Konsistenz. Ich glaube, dadurch, dass sie vegan sind und so ein anderes Geliermittel drin haben, fühlen die sich halt anders an, weil das Geliermittel vielleicht anders ist. Aber vom Geschmack her sind sie super. Richtig schön orangig. Orange ist das. Was ich ja eigentlich auch nicht mehr darf, aber schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. So, jetzt kommen wir zu Kästchen Nummer 24. Da ist der Adventskalender fertig und es ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Und hier steht nochmal auf allen Sprachen Frohe Weihnachten drauf. Und da steht auch drauf, Frohe Weihnachten wünscht euch DM Bio. Und was ist hier drin, ne? Ein Fruchtaufstrich mit Apfel, schwarze Johannisbeere und Zimt. Das ist cool. Vielleicht mag ich das ja sogar, weil eigentlich mag ich Marmelade nicht. Aber Fruchtaufstrich ist ja auch eigentlich Marmelade. Aber das hört sich irgendwie so lecker und so fruchtig an. Ich werde es aufmachen und dran schnuppern. Ja, also es riecht richtig so nach Zimt. Es riecht ein bisschen so, als wenn man so Marmeladenplätzchen gebacken hat. Das riecht wirklich sehr gut. Ich werde es morgen mal mitnehmen und sofort mit meiner Oma ausprobieren. Vielleicht mögen wir das, ja? Denn es riecht wirklich sehr lecker und es ist wirklich eine würdige 24, was sehr, sehr schön ist, womit ich nicht gerechnet hätte. Und hat jetzt hier 150 Gramm. So, also wir haben jetzt alles umgedreht hier. Und jetzt gucken wir mal, hier steht, es ist die schönste Zeit des Jahres. Frohe Weihnachten. So sieht es jetzt einmal umgedreht aus. Das finde ich schön. So kann man es auch vielleicht noch ein bisschen stehen lassen, ein paar Tage nach Weihnachten und sich einfach daran erfreuen. Das war jetzt das Unboxing zu dem Adventskalender. Ich zeige euch einfach nochmal ganz kurz, was alles drin war. Ja, wie finde ich den Adventskalender? Ich muss euch sagen, ich bin sowas von begeistert. Ich glaube, was Food-Adventskalender angeht, hatte ich noch nie so einen tollen Adventskalender. Es waren so viele tolle Produkte drin, verschiedene Produkte, aber alle Verpackungen passen zusammen. Man sieht richtig, wie das extra dafür gestaltet wurde. Jede Verpackung ist weihnachtlich schön gestaltet. Es ist von allem was dabei, so viele Dinge, die ich essen würde. Und das ist bei mir wirklich ein Wunder, weil ich bin so mäkelig und esse so viele Sachen nicht. Über die Hälfte würde ich davon essen, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist wirklich heftig. Sowas hatte ich noch nie. Es sind so viele Dinge da drin, worüber ich mich einfach freue und
Ich hätte mich auch riesig gefreut, hätte ich den so ausgepackt vom 1. bis 24. Dezember, das weiß ich jetzt schon. Weil erstens tolle Produkte drin, immer was Tolles, Neues auszuprobieren. Auch gerade so mit den Porridge und mit den Müsli und alles, dass man wirklich gleich, wenn man es auspackt, das würde ich dann immer vorm Frühstück machen, dass man gleich überlegen kann, oh, mache ich mir das gleich zum Frühstück oder snacke ich das später? Super. Noch dazu, das mit den Kästchen, dass man die umdrehen kann. Das finde ich so toll, dass man danach noch ein Bild hat und sich schon darauf freuen kann, was kommt da für ein Bild raus. Obwohl das Bild hätte ein bisschen schöner sein können. Dann finde ich auch cool an den Kästchen, dass immer so ein kleiner Spruch draufsteht oder dass auch mal was erklärt ist. Also ich bin einfach wirklich super, super begeistert von diesem Adventskalender. Den werde ich nächstes Jahr definitiv wieder kaufen. Mich würde wirklich sehr interessieren, wie ihr den Adventskalender findet. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr von mir nichts mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!